Hallihallo. Hi Eddie. Eigentlich Sollte ich EMF-Charger bauen wie ein Weltmeister? Jetzt habe ich eine Anfrage aus Hamburg bekommen, dass jemand so einen EMF-Charger dem Marktführer von Ladegeräten im RC-Modellbaubetrieb zeigen möchte. Und ja, er möchte mit mir da Millionen machen, Eddie. Millionen. Was machen wir dann mit dem ganzen Geld, hä? Tja, aber vorher hat mich ein Mädchen gefragt, ob es ein buntes Licht für ihren Schreibtisch haben kann. Und irgendwie habe ich jetzt viel mehr Energie, dem Mädel zu helfen, als Millionen zu scheffeln. Weiß auch nicht warum. Die Lampe wird jetzt umgebaut. Ist ein Solarpanel drauf. Und hat extra noch Kurbel dran, damit man auch die Batterie laden kann, ohne dass die Sonne scheint. Die Originalschaltung habe ich rausgerupft. Hier sind die LEDs, die drin gewesen sind. Die waren alle parallel geschaltet, so wie es aussieht. Und so ein 3-Stufen-Schalter dran. Ja, habe dann erstmal einen Gleichrichter über den Dynamo gemacht, weil die richtige Polarität hat er nur, wenn man in die eine Richtung dreht, dreht man in die andere Richtung, dann entlädt man die Batterie. Jetzt wird in beide Richtungen geladen und da kommt natürlich, wie soll es anders sein, eine RMF-Charger-Schaltung ran, wo dann das Solarpanel angeklemmt wird und die Kurbel angeklemmt wird. So, die kommt hier rein, aber die Ansteuerung der LEDs war jetzt mein Problem. Hier sind 6 LEDs in Reihe, 3 bunte und 3 weiße LEDs. Und da kam mir eine Joule-Tiefschaltung in den Sinn, die mir vor Jahren mal ein Fan schickte. Und wieder schneit's, mitten im April, kurz vorm Mai. Das macht jetzt erstmal gar nichts. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Fan gehießen hat, aber ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich für die geile Schaltung bedanken. Die haben wir erstmal im Baumhaus eingebaut. Vom Sohnemann. Ja, es hat mich verblüfft, dass man mit der Schaltung mit nur einer Batterie eine ganze Leiste zum Leuchten bringen kann. Und dann habe ich mir die Schaltung mal angeguckt und habe sie mal kopiert. Hier liegt sie jetzt da. Das ist ein BC548C. Dürften auch andere Transistoren gehen, die ungefähr dasselbe können. Ein 10 Kiloohm Potentiometer, irgendwelche Dioden, also mehr als 10 Volt müssen sie ungefähr haben. Ich habe ja einfach mal irgendwelche gesammelt, reingebaut, die ich da hatte. Und ein Kondensator ist dran, hier ein 25 Volt 100 Mikrofarad Kondensator. Hier ist der Ferrit, der Joule-Tief-Ferrit, nach alter Manier mit 2 Drähten gewickelt. Da, wo die Drähte zusammengehen, wo 2 Drähte rankommen, kommt der Plus rein. Hier der Plus geht praktisch an die Stelle, wo die 2 Drähte zusammengedreht sind. Das eine Ende geht auf den Plus vom Kondensator und das andere Ende vom Joule-Tief-Kern geht auf das Potentiometer. Ja, mehr ist es eigentlich nicht bei dieser Schaltung. Aber wie gesagt, hat mich ganz schön verblüfft. Wenn sie vom Potentiometer her richtig eingestellt ist, dann zieht sie nämlich nur 20 mA. Also man kann sie auch anders einstellen. So, ihr seht hier 20 mA zieht sie. Bei 2 Nickel-Metall-Hydrid-Akkus in Reihe, bei 2,4 Volt sind wir. Und die sind schon ganz schön, also es reicht aus, um im Baumhaus was zu sehen, auf alle Fälle. Das sind ja High-Power-LEDs, die glaube ich 100 mA schaffen. Und am Input sind wir mit 2,4 Volt und 20 mA dabei. Da können wir auch auf eine Batterie runtergehen. Ich habe jetzt 2 Batterien nur reingebaut, weil ich ja das Solarpanel bei ungefähr 6 Volt habe. Jetzt haben wir eine Batterie dran, ungefähr bei 10 mA.
Das sind ungefähr noch so hell, also ist dann schon etwas dunkler. Ja, aber ich glaube, die kann man auch aufdrehen. Mal schauen, ob das klappt. Ich lege euch mal kurz zur Seite. So hier zur Seite lieber. Jetzt brauchen wir zwei Hände. Ich drehe es einfach am Potti, ne? Also dass ihr wisst, was ich mache. So, jetzt war ich zu viel. Bis hierhin, bis hierhin so ungefähr. So. So, jetzt habe ich das Potti auch auf 20 mA hochgedreht. Haben wir eine Batterie dran. Und die LEDs sind schon wieder etwas heller. Also kann man mit einer Batterie oder auch zwei Batterien betreiben. Wenn ich es wieder umklemme auf die zweite Batterie, würde hier bestimmt durchgehen. Nee, krass. Wie geht denn das, dass er jetzt bis zu 40 mA zieht? Die sind ja jetzt noch heller. Okay, ich drehe es dann trotzdem mal runter wieder auf 20 mA. So, und so wird es dann im Endeffekt aussehen. Das sind jetzt die sechs kleineren LEDs. Die können eigentlich nur 20 mA pro LED. Die sind schon ordentlich da. Ich sag mal, volle Leuchtstärke haben sie nicht, aber ausreichend ist es. Ja, doch. Macht schon ganz schön Licht. Dürfte ausreichen, um auf dem Schreibtisch ein bisschen was zu sehen. So, bei 18 mA sind wir. Zwei Akkus sind dran. Das müsste funktionieren. Hier ist die Schaltung nochmal im Überblick. Transistor BC548C. Ein 100 Kiloohm Potentiometer. Entweder eine Batterie oder zwei Batterien. Irgendwelche Dioden, die so um die 100 Volt aushalten. Ich habe jetzt mal hier eins in 4001 hingeschrieben. Ne, gehen aber auch ganz viele andere Dioden. Den Ferrit. Ungefähr so mit 50 Windungen bewickeln. 20 dürften vielleicht auch schon reichen. Ich habe jetzt mal 50 hingeschrieben. 0,15 und 0,10er Draht habe ich jedenfalls genommen. Und ein Kondensator ist noch mit dabei. Hier habe ich einen 25 Volt 100 Mikrofarad genommen. Geht auf 35 Volt und noch mehr Mikrofarad. Dann dauert es halt ein bisschen länger, ehe die LEDs angehen. Und beim Ausschalten dimmen sie dann langsamer ab, je höher hier die Kapazität ist. Ja, dann könnt ihr hier oben dann LEDs von 1 bis 30 Volt ungefähr anschließen. So habe ich das bis jetzt jedenfalls rausgefunden. Ja, und mit dem Potti könnt ihr dann einstellen, wie viel Milliampere es zieht. Also ein Ampermeter trotzdem mal mit reinhängen. Bei meiner Anordnung mit 2,4 Volt habe ich jetzt so um die 40 Kiloohm rausgefunden. Das ist am optimalen Punkt wäre, dass er hier 20 mA zieht und die LEDs richtig hell da sind. Ja, ich denke, damit dürften fast alle Klarheiten beseitigt sein. Fast deshalb, weil einigen wird noch nicht so klar sein, wie der Ferrit gewickelt ist. Also ihr könnt es entweder so machen, irgendeinen Ferritkern nehmen und dann halt ein paar Windungen drauf wickeln, so viel es geht. Oder ihr nehmt einen Stab und wickelt da eure Wicklung drum. Das geht auch. Oder wie ich es gemacht habe, einfach mit einem Spulenkern und zwei Ferritschalen, dass das dann so hier aussieht am Ende. Ja, das dürfte es gewesen sein. So, wollen wir noch mal einen letzten Blick reinwerfen. So sieht es aus, wenn es dann alles verbaut ist. Hier drüben ist der EMF-Charger. Der Generator, hier drüben der Joule-Tief für die LEDs und hier hinten die Akkus. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch die Fliegen fängt. Hoffentlich geht das Ding auch nach dem Zusammenbauen. Ich schalte mal ein. Oh, es geht. Ich wäre bekloppt. Cool. Okay, kann man lassen. Yep. Wieder ausschalten. Ach, hier muss ich noch ein bisschen Heißleim reintun. Hier sonst. Wackelt ja zu sehr der Schalter. Gut, hammer's. Gut, fertig. Wollen wir mal gucken, was er für ein Licht macht, wenn wir ins ganz Dunkle gehen. Ob es tauglich ist. Ja. Geht schon zur Not, ne? Ja.
Also mit den 20 mAh und den 600 mAh Stunden Akkus müsste sie 30 Stunden nonstop so leuchten. Ja, und dann verlieren die Akkus hier an Spannung und dann zieht es nur noch 10 mA und dann, ich denke mal, so 48 Stunden oder 3 Tage durchgängig leuchten. Meinst du, Eddie? Bist du denn? Ja, da bist du. Ja, guck's mal an. Guck mal an. Ist das so in Ordnung? Geht schon. Doch. Kann man schon lassen. Ja. Na denn. Jetzt kann ich RMF-Charger basteln.